Roblox Brookhaven Roleplay. Heute werde ich adoptiert von Aliens und genau, ich würde sagen, let's go! Okay, dann habe ich jetzt ein bisschen meine Arbeit für den Tag geschafft. Alle E-Mails sind beantwortet und ich glaube, das war's dann auch. Dann kann ich weg vom PC und mich endlich fertig machen. Ah. Oh, warte, was ist das? Warte, oh mein Gott. Warte, ist da gerade... Crasht da gerade jemand in den See? Oh mein Gott, da ist gerade jemand voll in den See gecrashed. Okay, warte mal. Ich muss denen helfen. Warte, hier ist doch sonst niemand außer mir. Okay. Ich hoffe, denen geht's gut. Und mal, ich habe leider keinen Erste-Hilfe-Kasten. Ich bin auch nicht so gut in Medizin, aber ich versuche mein Bestes. Hallo? Hallo? Warte, hier ist gerade keine... War hier jemand? Oh, doch, da ist jemand im Wasser. Da ist jemand im Wasser. Hallo? Hi? Oh mein Gott, hallo? Geht's Ihnen gut? Kommen Sie an Land. Moment, ich helfe Ihnen. Oh, ist alles in Ordnung? Geht's Ihnen gut? Haben Sie sich verletzt? Warten Sie mal. Warte. Da ist er, das, du bist ein Alien. Du bist ein Alien. Du bist ein Alien, oder? Du bist ein Alien. Du siehst aus wie ein Alien. Warum? Oder? Du bist ein Alien? Hallo? Hallo? Sprichst du meine Sprache? Sei ruhig. Entschuldigung, was habe ich gemacht? Hallo? Kannst du mich verstehen? Ich verstehe dich. Ich bin doch nicht dumm. Ja, Entschuldigung, das weiß ich ja nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Aliens. Oh mein Gott, wie aufregend. Hast du noch andere Alien-Freunde dabei oder bist du allein? Allein. Okay, verstehe, verstehe. Okay, dann ich... Okay, hear me out. Ich rufe die Polizei an, die kümmern sich um alles, die können dein Raumschiff bergen und dann ist alles gut. Okay? Nein! Okay, Entschuldigung, dann nicht? Du wirst dich nicht erinnern, dass ich hier war. Okay, was mache ich jetzt mit dem Menschen hier? Okay, ich schätze, ich muss den nach Hause bringen, nicht, dass der irgendwo am See aufwacht. Sein Haus ist, glaube ich, da oben direkt. Oh, vielleicht hat er erst... Oh, ich hoffe, der Dings hat funktioniert, der Laser. Weil manchmal funktioniert er nicht ganz, wenn ich nicht genug gegessen habe. So ein Mist, aber ich hoffe, der Transmitter funktioniert noch. Dann lege ich die jetzt einfach kurz zu Hause ab. Dann rufe ich mit dem Transmitter meine Leute an. Und so, genau, hier kann die rumliegen. Die erholt sich sicher bald wieder. Und ja, ich glaube... Dann hole ich kurz mal meinen Transmitter raus und probiere, ob die anderen Leute mich hier erreichen können und ob mich irgendjemand hier abholt. Was ist denn mit Fred? Fred hatte doch eigentlich immer Zeit. Der hat doch sicher Lust auf einen kleinen Trip zur Erde. Ha? Wie? Oh nein, ist mein Transmitter kaputt? Das gibt's doch nicht. Mann. Oh, verdammt. Okay, wie komme ich denn jetzt von der Erde weg? Warum bin ich alleine hergeflogen, Idiot? Oh, wahrscheinlich ist der nicht wasserresistent oder sowas. Okay, dann ganz ruhig bleiben. Hallo Mama, ich bin zu Hause. Okay, verdammt, wer ist das? Ich muss mich verstecken irgendwo. Okay, ich gehe hoch, ich gehe in den Schrank, keine Ahnung. Ich glaube, hier oben ist ein gutes Versteck. Mama, ich bin zu Hause, hallo. Mom? Hi, bist du oben? Hallo, ist irgendjemand da? Natalie war krank, deswegen ist es über Nacht ausgefallen und alle mussten nach Hause gehen, damit wir uns nicht anstecken. Ah, vielleicht ist meine Mama weggegangen. Warte mal. Da ist jemand. Da ist jemand in meinem Part. Hi? Hatschi! Wer... Mist. Wer bist du? Warte mal, du bist... In meinem Haus ist ein Alien. Oh mein Gott, wie aufregend. Warte, woher kommst du? Kommst du vom Saturn oder vom Mars oder vom Neptun? Und was machst du hier? Wie lange bist du hier? Hast du deine ganzen Freunde hier? Wen besuchst du? Was ist deine Mission hier auf der Erde? Oh mein Gott, wie aufregend. Ich rufe sofort meine beste Freundin an, die ist ein großer Alien-Fan. Du brauchst meine Hilfe nicht. Okay, keine Sorge, ich muss dir nicht helfen. Ich bin nur super aufgeregt. Ich habe noch nie einen Alien in echt getroffen. Ich dachte immer, ich gibt's nicht. Meine beste Freundin, ne? Die hat immer gesagt, boah, Aliens gibt's, Ronja, du musst nur dran glauben. Aber ich habe immer gedacht, das ist Quatsch. Und das hat sie sich ausgedacht. Und sie hat irgendwelche Bücher gelesen, die gar nicht stimmen. Aber wie aufregend. Oh mein Gott, ich rufe sie sofort an. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Keiner darf wissen, dass ich hier bin. Oh, also darf ich es meiner besten Freundin nicht erzählen? Oh Mann, die wäre so aufgeregt gewesen. Nein. Okay, okay, aber wie bist du hierher gekommen? Komm, gehst du wieder zurück? Du sagst, du brauchst meine Hilfe nicht. Was hast du da in der Hand überhaupt? Och, Mist, mein Raumschiff ist abgestürzt. Oh mein Gott, du bist mit einem Raumschiff hier. Na klar, bist du mit einem Raumschiff hier, womit sonst? Was hast du da nochmal? Das ist der Transmitter. Er ist kaputt. Oh, okay. Kann ich mir den mal angucken? Ich kenne mich echt gut aus mit Technologie. Das ist aber keine Erdentechnologie.
Ja, ich weiß, aber wie gesagt, meine beste Freundin ist ein super großer Alien-Fan und wir kennen uns echt gut aus und wir haben super viele Filme gesehen und Bücher gelesen. Vielleicht kriege ich es hin, gib mal her, ich kenne mich gut aus. Okay, hier. Okay, schwierig. Da scheint irgendwie was... Boah, ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann, aber ich habe einen guten Freund, okay, der heißt Jonas. Der kennt sich echt gut aus mit sowas. Vielleicht können wir zu dem rübergehen. Ich glaube, das würde was bringen. Ich würde ihm das rüberbringen, okay? Kann man diesem Jonas denn vertrauen? Ja, klar. Jonas kann man vertrauen. Jonas ist in der Geheimbasis. Das wissen gar nicht viele. Aber warte, ich kann dir ein Geheimnis von Jonas sagen und dann kann ich Jonas ein Geheimnis von dir sagen und dann seid ihr even. Und dann habt ihr beide irgendwas, was kein anderer weiß. Okay, Jonas wohnt in so einer kleinen Geheimbasis, beziehungsweise er wohnt da nicht, aber ich glaube, er arbeitet und ist die meiste Freizeit da. In so einer kleinen Geheimbasis unter der Kleidungswäscherei. Und da hat er so ein kleines Hackerlabor und ich weiß nicht genau, was er macht. Ich glaube, er spielt die Polizei aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Jonas' Mission da ist. Aber jedenfalls kennt er sich echt gut aus mit Technik und ich bin mir sicher, er kann dir helfen. Okay, komm, let's go. Okay, ich brauche aber normale Kleidung. Ich darf nicht auffallen. Oh, stimmt, du hast recht. Warte, ich glaube, mein Bruder ist nicht zu Hause. Vielleicht passen dir die Sachen von ihm. Ich habe einen großen Bruder. Komm mal mit. Warte, hier geht's zu dem anderen Schlafzimmer. Und hier, du kannst ja aus dem Schrank irgendwas rausnehmen. Oh, das sieht super aus. Ich glaube, das ist eine ganz gute Tarnung. Vor allem von hinten fällt es überhaupt nicht auf und von vorne auch. Du siehst aus wie die meisten an unserer Schule. Danke, Erdling. Okay, dann komm mal mit und dann bringen wir das Tablet... Beziehungsweise den Transponder, Entschuldigung. Bringen wir dann zu Jonas. Okay, hier geht's raus. Komm mit. Okay, Jonas ist hier irgendwo, hat hier seine Geheimbasis. Ich glaube, hier geht's runter, genau. Hallo, Jonas. Oh, sorry, warst du gerade beschäftigt? Hey, Ronja. Nein, keine Sorge. Okay, also, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Und zwar, warte mal, habe ich diesen Transmitter. Und, der gehört einem Freund von mir, aber der ist wohl kaputt gegangen bei dem Sturz. Und, genau, ich wollte fragen, ob du den vielleicht reparieren kannst. Warte mal, das ist doch... Was ist denn das, Jonas? Ich meine, also, warum gibt's ein Problem? Lässt sich das reparieren oder eher nicht so? Alien-Technologie? Woher hast du das? Oh, verdammt, du weißt, dass das Alien-Technologie ist? Okay, ich glaube, es gibt keinen Grund, es mehr zu verheimlichen. Ich habe einen Alien bei mir zu Hause gehabt, weil sein UFO ist gecrashed und deswegen ist sein Transmitter kaputt gegangen. Und er kommt nicht nach Hause, solange der Transmitter nicht repariert ist. Deswegen brauche ich unbedingt jemanden, der das reparieren kann für ihn. Was? Wo ist er jetzt? Ich glaube, der hat gesagt, er wartet oben. Er will nicht, dass so viele Leute ihn sehen. Aber ja... Oh mein Gott, wie cool. Ich liebe Aliens. Ich auch. Ich wollte es meiner besten Freundin erzählen, aber ich durfte nicht, weil er gesagt hat, es dürfen nicht so viele Menschen von der Existenz von Aliens wissen. Aber ich meine, jetzt wissen es du und ich. Es ist... Oh mein Gott, das ist so aufregend, nicht wahr? Ich frage mich, woher er kommt. Er hat nicht gesagt, was sein Heimatplanet ist. Aber, ja, ach so. Kannst du das reparieren? Ich sehe es mir mal an. Okay, super. Du bist der Beste, Jonas. Hast du... wie lange wird das dauern, denkst du? Gib mir eine Stunde. Okay, gut, dann gehe ich so lange, keine Ahnung, ins Kino oder Eis essen oder irgend sowas mit ihm. Danke, Jonas, du bist der Beste, mach's gut. Okay, hier geht's wieder hoch. Oh mein Gott, ich hoffe, Jonas kann das reparieren, das wäre so super. Okay, das dauert jetzt eine Weile, bis der Transmitter fertig ist, meinte Jonas. Deswegen, hast du Lust, noch ein bisschen Eis zu essen oder, keine Ahnung, irgendwas zu machen? Eis? Was ist das? Komm mit. Okay, hier ist eine Eisdiele zum Beispiel. Komm her. Komm mit rein. Hier ist eine Eisdiele. Und es ist im Prinzip kalt und süß. Und das machst du in so eine Waffel und dann kannst du das lecken. Und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt Schokolade und es gibt Vanille und es gibt Geburtstagskuchen und Kaugummi und Minze mit Schokostückchen. Das schmeckt mir aber nicht so gut. Aber du kannst auswählen, was auch immer du möchtest. Was hättest du denn gerne? Ich hol's dir. Ich habe hier mal gearbeitet, deswegen weiß ich, wie das funktioniert. Was möchtest du denn? Habt ihr auch etwas spannendere Sorten? Was meinst du? Auf meinem Planeten essen wir nur Gehirn und so. das machen wir hier nicht und ich glaube, das solltest du auch nicht zu laut sagen. Okay, pass auf. Wir nehmen uns beide eine Kugel Kaugummi und dann können wir das draußen essen. Okay, warte. Und, wie schmeckt's dir? Das ist voll lecker, oder? Ja, das ist... Aua, mein Kopf! Du hast es so schnell gegessen. Du darfst es nicht so schnell auflecken, sonst wird dein Kopf kalt und dann kriegst du Gehirnfrost. Oh, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, weil du kein... Oh, weil ihr das nicht habt? Habt ihr ehrlich kein Eis auf eurem Planeten? Das muss ja blöd sein. Vielleicht ist euer Planet zu warm. Warte, wo kommst du nochmal her? Du hast mir das gar nicht erzählt. Ich weiß so wenig über euch. Schribbeldab. Nee, Schribbeldab. Was? Was ist denn ein Schribbeldab? Ist es ein Planet?
Okay, hast du aufgegessen? Weil, lass uns auch ins Kino gehen, okay? Ich glaube, Jonas braucht noch eine Weile. Komm mit! Oh mein Gott, der Film ist so traurig, oder? Ich meine, warum die Familie? Warum müssen sie die Familie töten? Faszinierend. Wie kommt's, dass ihr Erdlinge euch als Hobby andere Erdlinge anguckt? Das ist Kino, das ist ganz normal. Es gibt Filme, die werden gedreht und es gibt dann verschiedene Geschichten. Und ich meine, es ist nicht schön, es ist wie Lesen, nur halt mit Bildern. Was macht ihr denn aus Spaß? Wir sehen uns Kämpfe an, von Aliens und Dinosauriern. Ah, ja. Das klingt auch... Oh, warte mal, mein Handy klingelt. Sekunde, das ist bestimmt Jonas. Warte, ich gehe kurz in die Ecke, um zu telefonieren. Hallo, Jonas? Du bist fertig? Oh mein Gott, du hast es geschafft? Oh mein Gott, super. Okay, warte, wir sind noch im Kino. Wir kommen sofort rüber, okay? Alles klar, oh mein Gott, das Alien wird sich so freuen. Okay, super, danke Jonas, bis nachher, tschüss. Gute Nachrichten, dein Transmitter wurde gefixt. Also der Jonas meinte, er konnte den reparieren und alles funktioniert wieder. Sehr gut. Okay, möchtest du direkt los und den 8 holen oder wollen wir noch den Film zu Ende schauen? Schauen wir diesen, wie nennt ihr das nochmal? Das ist ein Film. Ich meine, das hier ist gerade eine traurige Familienkomödie. Beziehungsweise ein Drama ist es dann wahrscheinlich und keine Komödie, es ist ja traurig. Aber ja, möchtest du den fertig gucken? Schauen wir uns das zu Ende an, ja. Okay. Ronja hat gesagt, du hast das Tablet fertig. Den Transmitter. Ist das wahr? Oh mein Gott, du musst das Alien sein? Ja, genau. Ich bin das Alien. Hi, Jonas, richtig. Kannst du mir gerade den Transmitter rübergeben? Ja, hier. Alles so gut wie neu. Okay, fantastisch, super. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ohne Mist, ohne dich hätte ich niemals geschafft, auf meinen Heimatplaneten zu kommen. Du hast auf jeden Fall was gut bei mir. Danke. Und können wir vielleicht ein Foto machen? Ein Foto. Es tut mir leid, aber ein Foto geht ein bisschen weit. So, ich hoffe, das reicht aus. Ich weiß nicht, wie viel er weiß, aber das sollte seine Gedanken jetzt für eine Weile gelöscht haben. Dann nehme ich mir mal das Tablet. So. Und genau, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Ja, dem geht's gut. Der wacht in 1-2 Stunden wieder auf und es wäre, als wäre alles nichts gewesen. Oh, Glück gehabt, dass hier irgendjemand sich auskennt mit unserer Technologie. Es ist voll schade, dass du schon gehen musst, aber ich verstehe das, Mr. Alien. Du hast gesagt, deine Freunde kommen gleich, um dich abholen, richtig? Muss ich mit dir warten oder kann ich einfach schon nach Hause gehen? Weil ich glaube, meine Mama... Ich weiß nicht genau, was mit ihr ist. Ich habe die jetzt schon länger nicht gesehen. Du meintest, du hast die irgendwie Gedanken... hypnotisiert oder so? Du kannst zu deiner Mama gehen. Es sollte ihr wieder gut gehen. Okay, also du meinst, die ist einfach nur, sie hat sich an nichts erinnert und sie ist jetzt wieder aufgewacht? Warte, wie heißt du eigentlich? Ich habe dich immer nur Mr. Alien genannt, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz nett. Ich bin Mercurian. Oh, okay. Cool. Schön, dich kennengelernt zu haben, Mercurian. Dann hoffe ich, du hast eine gute Heimreise. Komm mich mal besuchen, okay? Danke für deine Hilfe, Ronja. Werde ich machen. Okay, super, danke schön, mach's gut, tschüssi. Oh mein Gott, das wird mir nie jemand glauben, aber ich darf es auch niemandem erzählen, das ist voll schade. Okay, dann schaue ich jetzt mal, ob es meiner Mom wieder gut geht. Was für ein aufregender Tag. Mama, bist du zu Hause? Hallo? Oh, Mama, ist alles okay? Hi, kannst du mich hören? Mom, hallo? Mama? Hallo? Mama? Ronja, ich habe nur geschlafen, alles gut. Oh, okay, ich dachte schon, dir ist irgendwas passiert. Hast du den ganzen Tag geschlafen? Ich hatte den verrücktesten Traum. Was hast du denn geträumt? Ein Alien ist in dem See abgestürzt. Oh, ja, nee, das ist wirklich ein verrückter Traum. Okay, ich bin ganz schön kaputt. Ich habe heute den ganzen Tag, mit der Natalie gespielt. Ich gehe dann mal hochschlafen. Mach's gut, tschüssi. Okay, ich darf das meiner Mom nicht sagen. Ich habe es dem Alien versprochen, dass ich niemandem was sage. Okay. Dann gehe ich mal schlafen. Gute Nacht, Mama. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Diesmal werde ich adoptiert, beziehungsweise nicht ganz adoptiert, aber ich verbringe meinen Tag mit Aliens. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und drückt die kleine Notification-Glocke, weil dann kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich neue Videos hochlade. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!